Herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind in der Woche 19. bis 25. Oktober 2020. Wir machen erst die astrologische Übersicht, ja, und dann natürlich mit den Karten. Als Karten verwende ich Finde deinen wahren Weg von Colette Bern-Reed für die allgemeine Energie der Woche, dann für die einzelnen Wochentage. Das gilt der Tarot von Ciro Marchetti. Zur Klärung das einfache Rider-Waite-Tarot in klein. Dann als Orakelkarte die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, auch von Colette Bern-Reed. Und die Orakelkarten, das Krafttier, das dich begleitet, auch von Colette Bern-Reed. Wie gesagt, es ist eine allgemeine Legung, kann und wird nicht immer hundertprozentig für jeden passen. Aber du kannst dir so an den Energien, die da sind, ein bisschen was für dich selbst rausziehen. Und das natürlich, wenn du magst, anwenden. Du entscheidest das selbst. So, wir wollen jetzt erstmal schauen, wie das Ganze so astrologisch vonstatten geht für alle und dann im Einzelnen für die einzelnen Sternzeichen. Ich wünsche dir viel Spaß und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Däumchen hoch da. So, meine Lieben, dann wollen wir mal schauen, wie es in dieser Woche aussieht. Wir haben ja immer noch diese Energien, dass es recht turbulent zugeht in dieser Woche. Wir haben auch ja, vom 19. bis 21. immer noch, ich sag mal, die Energien, dass man in Streit geraten kann. Wir haben ja auch mittlerweile schon Merkur rückläufig. Das kann einiges lahmlegen oder zumindest, ich sag mal, in Pausestellung, Wartestellung bringen. Am Mittwoch kann man dann abends oder nachmittags sich so ein bisschen um die Wellness kümmern. Donnerstag und Freitag sind neutral. Samstag ist auch wieder Wellness-Tag und Sonntag haben wir ja Neuerungen. Man kann Dinge planen. Ich denke, neue Anfänge oder so sind jetzt, während Merkur rückläufig ist, nicht so angesagt. Was haben wir? Venus und Jupiter gehen in Richtung ja, positive Entwicklung, partnerschaftlich und natürlich auch finanziell. Wir haben einen Winkel zwischen Merkur und Uranus. Am 20. da kann man so ein bisschen hypernervös sein, vorsichtig damit, lieber langsam machen. Wenn man merkt, dass man sich selbst versucht einzuholen, lieber einmal tief durchatmen. Ja, am 21. kann es recht leidenschaftlich zugehen, aber das kann eben auch, wie gesagt, in Aggressionen ausarten. Aber wenn man das richtig einsetzt, kann man natürlich auch finanzielle Erfolge erzielen. Am 23. wechselt die Sonne von der Waage in den Skorpion und das kann, wie gesagt, ein bisschen nachdenklicher, ein bisschen tiefgründiger machen, sodass man auch vielleicht so ja, ein bisschen ja, in die Dinge hinein interpretiert. Vorsichtig damit, die Dinge sind nicht so schwarz, wie man das manchmal sieht. Man kann selbst ein Stück weit dazu beitragen, dass sie sich verbessern. Das schauen wir uns jetzt an in euren ja, Horoskopen sozusagen für alle Sternzeichen und dann in den Karten. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder, zur Taroskoplegung mit Ella in der Woche 19. bis 25. Oktober 2020. Ja, du brauchst ein bisschen ja, Geduld und natürlich auch Disziplin. Jupiter wird erst im Dezember für dich, ich sag mal, einstehen oder dir ein bisschen Erleichterung verschaffen. Wir haben auch momentan, dass Jupiter sich mit Pluto verbindet und da solltest du nicht zu energisch auftreten, das ist ganz wichtig. Mit Saturn natürlich im Steinbock haben wir auch eben, wie ich sagte, die Geduld, dass du an den Dingen dranbleibst, nicht zu forsch vorgehst, ja. Das fordert dir natürlich einiges ab. Uranus und Neptun sind bei dir ohne Einfluss, aber Pluto weckt deinen Ehrgeiz. Und das kann eben ein Stück zu weit gehen, dass man vielleicht zu viel erwartet von sich selbst, aber auch von anderen, ganz klar. So, was haben wir noch? Venus. Venus haben wir momentan noch in der Jungfrau, wechselt dann aber in die Waage. Du hast harmonische Zeiten gehabt bis zum 2. Oktober. Wir haben jetzt, wie gesagt, in der Jungfrau und auch wenn das dann in den Skorpion später wechselt, nicht so viel positive Energien in Sachen Liebe. Venus beherrscht ja auch die Finanzen, also
sei ein bisschen vorsichtig in dem Bereich, ja. Merkur ist rückläufig bis zum 3. November. Und da solltest du natürlich auch ein bisschen zurückstecken, beziehungsweise du kannst planen, du kannst vorbereiten, aber du solltest nichts übertreiben und du solltest auch jetzt keine neuen Dinge anfangen. Du sollst die Dinge, ich sag mal, untersuchen, dass sie auch standfest sind, dass sie sicher sind. Wenn du Dinge selbst zu forsch angegangen bist und die dann nicht funktioniert haben oder nicht funktionieren, dann musst du das auf deine eigene Kappe nehmen. Auch solltest du, wie gesagt, momentan in dieser Woche ganz besonders vom Gas runtergehen. Also in jeder Hinsicht, mach langsam, sei ein bisschen pragmatisch, versuche dir die Erdenergie zu eigen zu machen und nicht zu forsch ranzugehen, dann bist du auf der sicheren Seite. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten für dich haben. Ja, mein Lieber, wir sind bei der Kartenlegung. Allgemeine Legung kann und wird nicht immer hundertprozentig passen. Das weißt du, wenn du meine Legung schon mal gesehen hast. Es ist so, dass wir uns einfach mal die Wetterlage energetisch anschauen. Und wir wollen natürlich als erstes wissen, was von außen kommt. Du kannst dir natürlich dann die Dinge rausziehen, die für dich relevant und wichtig sind, die dir weiterhelfen bei deiner persönlichen Entwicklung und wie du mit anderen vielleicht umgehen kannst, was dich erwartet. Und dann kannst du entsprechend, ja, ein Stück weit entscheiden, wie du damit umgehst. Das soll dir halt einfach dabei helfen. So, die Energien von außen in dieser Woche. Die 10 der Luft. Die 10 der Luft bedeutet, dass Leute über Dinge hinweggekommen sind oder so gut wie darüber hinweg sind, aber sie hadern noch ein Stück weit damit. Also es ist noch nicht alles so weit, dass man sagen kann, ich bin jetzt ganz drüber weg. Deswegen ein Stück weit vorsichtig entgegenkommt. Von deiner Seite würde ich mal sagen, ja, erwarte halt nicht zu viel. Wir schauen, wie du dich selbst siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, ich schaue noch mal eben in die Kamera. Wir können ein Stück nach rechts, okay. So, dann ist das ein bisschen in der Mitte. So, kommen wir zu den Wochentagen. Wie immer bei dieser Legung, ich lege Montag bis Sonntag, bei dir können die Tage anders liegen oder die Geschehnisse besser gesagt, die Tage werden gleich bleiben. Aber du kannst natürlich dir da ein paar Sachen rausziehen, wenn dir die Situation begegnet oder wenn du damit konfrontiert wirst, wirst du das selbstverständlich auch merken. So, welche Energien bringst du denn mit in diese Woche? Was ist die Energie des Widders? Was haben die Mitmenschen vom Widder in dieser Woche zu erwarten? Die 4 der Schwerter finde ich gut. Das heißt, du überlegst dir die Dinge, du gehst es ruhig an, du bist nicht aufgeregt, du gehst es pragmatisch an, versuchst mit Logik zu folgern. Wir haben 2-mal Schwerter, 10 der Schwerter, 4 der Schwerter. Ich denke, da bist du auf der sicheren Seite. Wir haben ja, wie gesagt, Merkur rückläufig und da wird manches falsch verstanden, da muss man gut aufpassen. Bei dir natürlich auch umgekehrt kann es auch sein, dass du was falsch verstehst. Ne? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Das sind die Tage, die bei dir auch in einer anderen Reihenfolge passieren können. Ne? Die Tage werden in der gleichen Reihenfolge passieren, aber die Inhalte. Ne? Okay, die Vorwoche hänge ich wie immer hinten dran, sodass du dich nochmal informieren kannst, wie die Vorwoche war und wie die Entwicklung ist und vielleicht auch ein paar Dinge, die noch so ein bisschen in die laufende Woche mit reinspielen. Wie siehst du dich selbst in dieser Woche? Da haben wir die 3 der Kelche gesellig, ja, vielleicht gibt es auch was zu feiern, es gibt positive Energie, du siehst dich positiv, entgegenkommt herzlich, das ist schön, dass du gesellig bist und unterhaltsam, das wissen wir. Ich denke mal, dass du so ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht Kuschelkurs, aber dass du gerne mit anderen zusammen bist. Was ist dein Wunsch? Dein Wunsch ist die 5 der Erde, das ist ein Stück weit Rückzug. Vielleicht wird dir auch momentan alles ein bisschen zu viel, dass du sagst, ich muss mal hier ein bisschen aussteigen, ich muss mal was anderes machen, woanders hin mal schauen, dass ich mich so ein bisschen regeneriere. Das ist vernünftig und vielleicht hast du ja Urlaub oder in naher Zukunft Urlaub, das wäre ganz gut. 5 der Münzen bedeutet auch, sich ein bisschen aus den Dingen rauszuhalten. Du hoffst das, du hast ja sehr viel Temperament und bist auch durchsetzungsstark und möchtest die Dinge
unbedingt umsetzen, aber die 5 der Münzen ist eine gute Energie, dass man da eben nicht zu viel nach vorne geht, ja, weil das ist auch, wie gesagt, Konfliktpotenzial. Mit Mars im Widder kannst du damit rechnen, dass da eben schnell, ja, die Gemüter hochkochen. Hoffnung und Ängste, was haben wir bei dir? Wir haben die Königin der Erde. Du brauchst Stabilität und Sicherheit, das ist auch dein Wunsch, deine Hoffnung, dass die Dinge auf stabilen Füßen stehen und dass du damit umgehen kannst, dass du eben, ja, sicher bist, dich sicher fühlst. Das ist die Hoffnung. Vielleicht auch für andere Stabilität und Sicherheit herstellst. Was ist gut für dich in dieser Woche? Gut für dich ist die 6 der Luft, du bist entspannt, das finde ich gut. Du gehst die Dinge in Ruhe an, du schipperst in ruhigere Gewässer, du machst keinen Stress, also bemühst dich auf jeden Fall darum, sehen wir ja auch hier, finde ich sehr gut. Du überlegst dir das, was du sagst, mit wem du vielleicht dich anlegst oder eben lieber nicht, ja. Und das finde ich richtig gut, das ist sehr vernünftig, das ist auch, glaube ich, im Moment die beste Variante. Nicht gut für dich ist die 2 der Kelche. Sich auf Augenhöhe begegnen ist auch momentan wahrscheinlich für alle schwer möglich, weil alle, ja, so ein bisschen angepiekt sind und mit der Situation nicht zurechtkommen. Aber man kann sich ja zumindest darum bemühen. Man kann versuchen, nett zu sein zueinander, zuvorkommt und entgegenkommt. Aber es klappt halt meist nicht. Wie gesagt, die Leute kriegen was in den falschen Hals, sind selbst auch durch die 10 der Schwerter ein Stück weit noch verletzt oder gekränkt in irgendeiner Form. Und da ist es gut, wenn man dann nicht zu sehr auf die Leute zugeht. Der mögliche Ausgang in dieser Woche ist der Page der Erde, also kleine Schritte. Das, was wir astrologisch auch gehört haben, möglichst nicht mit Volldampf nach vorne und den Kopf durch die Wand wie sonst immer, sondern lieber ein bisschen gemächlicher. Erdenergie bedeutet ja auch, wir machen das, aber wir machen das langsam, wir machen das überlegt. Wir gucken uns auch die Kleinigkeiten an, gerade auch was so Vertragliches betrifft, gerade bei Merkur rückläufig, ist es wichtig, dass man darauf achtet. Schauen wir uns die Wochentage an. Wir haben am Montag den Stern, die Heilung, also du bemühst dich darum, die Kommunikation liebevoll nett aufrechtzuerhalten, die Kontakte aufrechtzuerhalten, vielleicht auch ein offenes Ohr zu haben für andere. Der Stern ist Heilung, muss nicht immer nur für dich sein, kann auch sein, dass du hilfreich bist, wenn ich die 3 der Kelche sehe, dass du eben, ja, ein offenes Ohr hast für andere, das finde ich sehr schön. Oder dass du selbst eben auch versuchst, ein bisschen runterzukommen oder dich von irgendwelchen Dingen zu erholen, die nicht so schön waren. Am Dienstag haben wir die Liebenden, da haben wir auch den Rückzug darüber, vielleicht in der Liebe mit dem Partner, der Partnerin, ich sag mal, ein ruhiges Eckchen suchen oder irgendwo hinfahren, wo man dann mal unter sich ist, wo man Zeit für die Liebe hat, Zeit füreinander, das wäre möglich, ja, vielleicht ist das dein Wunsch, vielleicht kannst du das auch erfüllen in naher Zukunft, schauen wir mal, es ist eine Entscheidung für die Liebe und das finde ich sehr schön. Am Mittwoch haben wir die 7 der Kelche. 7 der Kelche bedeutet natürlich neue Möglichkeiten, man weiß aber nicht, wohin damit. Es kann aber auch bedeuten, dass man verwirrt ist, weil sich die Dinge jetzt gerade so entwickeln und so auftun und man nicht so recht weiß, wie man damit umgehen soll in dieser schwierigen Zeit. Die 7 der Kelche kann auch ein Stück weit Illusion sein, dass man sich selbst was vormacht. Aber da muss man natürlich schauen mit der Erdenergie, das ist die Hoffnung, dass man eben stabile Basis hat, dass man da eben keine Illusionen hat, sondern wirklich auch mit dem Page der Erde Stück für Stück schaut, dass da die Stabilität aufgebaut wird. Dann haben wir am Donnerstag den Tod, die Transformation, also es wird ruhiger. Von der Verwirrung geht es, glaube ich, in die Ruhe, in die stressfreie Phase. Das finde ich gut. Schauen wir mal weiter. Freitag haben wir die 9 der Kelche, Wunscherfüllung. Dass es ruhiger wird, ist eben deine Wunscherfüllung, dass du ein bisschen Zeit hast, dass du ein bisschen Rückzug hast und Zeit hast für dich oder für dich und dein Gegenüber, ne? Also 9 der Kelche, Wunscherfüllung, sehr schön. Samstag haben wir den Teufel, das ist eben dieses unbedingt Versuchen, sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das wird nicht ganz gelingen, wenn du das im Vorhinein weißt. Kannst du vielleicht ein bisschen locker lassen, ne? Weil das ist die Übertreibung, man will das unbedingt, ja? Und das ist ja auch so, ich sag mal, in deinem Temperament hinterlegt, dass du unbedingt die Dinge erreichen willst, aber das wird schwierig. Am Sonntag haben wir den König der Münzen, damit ist auch deine Hoffnung, sage ich mal, mehr oder weniger erfüllt. Stabilität und Sicherheit durch die kleinen Schritte, also dass du nichts überstürzt, nichts übereilst, sondern dich auch um Details kümmerst und dir Ruhe gönnst, ne? Also nichts hektisch und also eher so in Erdenergie weilst, ja. Schauen wir uns mal die 3 des Wassers an, 3 des Wassers, 3 der Kelche.
als deine Energie. Da ist die 2 der Kelche, was momentan nicht so gut gelingt. Und die 4 der Kelche, ja, das macht dich ein Stück weit unzufrieden, dass das nicht funktioniert. Aber versuche einfach zu sagen, ich nehme das, was ich jetzt gerade so bekomme, in Geselligkeit, in Partnerschaft und so weiter. Das ist zwar nicht alles so optimal, aber man kann das ja später vielleicht noch regeln. Wichtig ist, dass du mit kleinen Schritten vorangehst und nicht das große Ganze versuchst herzustellen. Ja? Kleine Schritte. Wir haben ja auch die Venus in der Jungfrau und das bedeutet eben auch finanziell. Ne? Nicht nur partnerschaftlich, sondern auch finanziell im Job. Leise auftreten sozusagen. 5 der Erde, da haben wir die 3 der Schwerter. Und da haben wir die Königin der Kelche. So, wenn du enttäuscht warst oder jemanden enttäuscht hast, kann ja beides sein. Dein Wunsch ist der Rückzug, entweder dass du dich daraus zurückziehst oder dass du dafür sorgst, dass du mit deinem Gegenüber eine ruhige Zeit verbringst, um diese Enttäuschung wieder wettzumachen. Denn Königin der Kelche kümmert sich, ist so diese mütterliche Energie, ob du jetzt ein Mann bist oder eine Frau, spielt keine Rolle. Es geht darum, sich zu kümmern, so ein bisschen zu bemuttern, so ein bisschen Hätschel, Tätschel und so, ja, dass man so ein bisschen vielleicht auch seine eigenen Wunden versorgt, ja, wenn man alleine ist, dass man da eben dafür sorgt, dass es einem wieder besser geht. Königin der Erde ist das Ziel oder die Hoffnung und da haben wir den Magier, du kannst das manifestieren mit harter Arbeit, aber wir haben ja gesehen, dass du eben nicht dich überfordern sollst, sondern dass du eben an dir, an dem, was du hast und was du erreichen willst, mit kleinen Schritten anfängst, ja, nicht das große Ganze auf einmal. Das ist jetzt vielleicht nicht der richtige oder wäre nicht der richtige Weg. 6 der Luft, Königin der Münzen und der Ritter der Stäbe. Du siehst, dass du auch in Ruhe dahin kommst, wo du hin willst und das ist natürlich auch etwas, was dich freut, dass du dich nicht so mördermäßig anstrengen musst, um dorthin zu gelangen, ja. 2 der Kelche, 2 des Wassers nicht möglich, Mäßigkeit, das wird, ja, aber es geht halt nicht so schnell. Und mit dem Eremiten ist auch der Rückzug angesagt. Man schaut in sich selbst, man schaut, wo man vielleicht Verletzungen hat oder wo man was wieder gerade rücken muss. Das braucht Zeit, das braucht Heilung. Da haben wir auch den Stern liegen. Page der Erde, die Kraft und die Herrscherin. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Also cool down. Guck dir die Details an, schau nach, was noch zu klären ist, ein Schritt nach dem anderen. Und wenn du dich noch so gehetzt fühlst, du schaffst nichts in Hektik oder du übersiehst wichtige Dinge in Hektik, deswegen ist es so wichtig, überlegt zu handeln und nicht zu vorschnell. Der Stern, da sind unnötige Sorgen und da ist die 3 der Stäbe. Du musst lernen, diese unnötigen Sorgen, wo du dich selbst so ein bisschen verrückt machst, in ein gesundes Maß zu bringen. Ja, was dich unzufrieden macht, was du ändern kannst, kannst du ändern, was nicht, musst du sehen. Und das zu unterscheiden ist manchmal nicht ganz leicht. 3 der Stäbe ist die Lernphase. Warten, bis die Schiffe in den Hafen kommen, also Geduld haben. Und natürlich über den Tellerrand schauen, den Horizont anschauen und wo will ich hin. Und das eben Schritt für Schritt. Der Stern sorgt dafür, dass du da auf dieser Reise heilst. So, und dann haben wir die Liebenden. Wir haben das Abwägen, 2 der Münzen und 3 der Münzen. Also, es gilt, entweder, wenn du, wie gesagt, Single bist oder in einer Beziehung, abzuwägen, was ist für mich das Richtige, was brauche ich, wo möchte ich hin und was tut mir gut. Und in der Partnerschaft natürlich, wie schaffen wir das, dass wir gemeinsam am gleichen Strang ziehen. Das ist so der Gedanke dahinter. So, und dann haben wir die Illusionen oder Verwirrungen mit den 7 der Kelche, da haben wir König der Kelche und da haben wir den Hierophant. Ganz klar, wenn du etwas erreichen willst in Beziehungen oder auch für dich selbst, dann sei gut zu dir und zu anderen. Ja? Es gilt nicht, da, wie gesagt, den Herrscher raushängen zu lassen oder den Bestimmer, sondern eben charmant zu sein, entgegenkommt, fürsorglich. Ne? Wir haben ja da auch die Königin der Kelche, entweder zu dir selbst oder eben oder und ja, zu anderen. Wir haben die Veränderung, König der Münzen, ja. Und wir haben die Nostalgie, also die Vergangenheit, denke ich mal, hinter sich lassen, auch wenn man schöne Erinnerungen hat. Aber du kannst vielleicht aufgrund der Vergangenheit eine Veränderung herbeiführen, wenn du zum Beispiel in der Vergangenheit sehr erfolgreich gearbeitet hast, viel Geld verdient hast und so weiter, kannst du jetzt davon profitieren. Das ist jetzt so diese Veränderung, dass du dich jetzt nicht mehr überschlagen musst. 9 der Kelche, da ist das Gericht und da ist die 5 der Stäbe. Das Gericht bedeutet ja, du schaust dir die Situation an, wie sie ist.
Momentan ist zwei der Kelche wahrscheinlich nicht nötig, nicht möglich. Und du machst dir da so Gedanken drüber, wie kriege ich das hin? Das beunruhigt dich vielleicht auch ein Stück weit, aber geh es ruhig an. Du hast hier die Königin der Münzen. Es ist eine stabile Basis. Da wird so schnell nicht irgendwas passieren. Aber wir haben auch den Wettbewerb. Das sollte in einer Beziehung natürlich nicht ein Wettbewerb sein, sondern man sollte mit den drei der Münzen am gleichen Strang ziehen, auch wenn man sich nicht immer einig ist. Vor Übertreibungen sei gewarnt. Zurückhaltung ist angebracht und die fünf der Münzen. Das ist ja auch dein Wunsch, der Rückzug. Und das solltest du versuchen umzusetzen, sofern möglich, sofern machbar. König der Münzen, der Mond, das sind so auch die Dinge, die verborgen sind. Und die vier der Schwerter. Nimm dir Zeit dazu, auch mit dir selbst ein Stück weit deine Schattenseiten zu erarbeiten. Schattenseiten sind immer die Dinge, die uns besonders aufregen. Und das hat einen Grund, warum sie uns besonders aufregen. Weil nämlich meistens diese Dinge aus der Vergangenheit kommen, aus der Kindheit, aus Dingen, die uns versagt wurden, die uns als Ablehnung zumindest gefühlsmäßig entgegenkamen und über die wir nachdenken sollen, warum die uns heute noch begleiten bzw. belasten und ob wir das nicht ablegen können. Und das ist etwas, was, wie gesagt, in dieser Woche für dich vielleicht in dieser Ruhephase eine Sache zum Überlegen wäre. Wir haben für dich die Schlummerstunde, und das passt ja sehr gut, Ruhephase, vier der Schwerter zweimal, und Schlummerstunde als Orakelkarte bedeutet natürlich auch nichts überstürzen, gönn dir ein bisschen Ruhe. Ja. Die Grundbedeutung ist Erholung, Erneuerung und Verjüngung, sich eine Auszeit nehmen und träumen. Die Botschaft lautet, es geht jetzt darum, dich aus dem Alltag herauszulösen und zu erholen. Lass deine Sorgen Sorgen sein und überlasse dich einem Zustand des Nichtstun, frei von Zielen, Plänen und Wünschen. Nichts ist jetzt so wichtig wie Ausruhen, Ausspannen und eine wertungsfreie Haltung, das Gericht. Ne? Ein überaktiver Geist kann dich von deiner inneren Weisheit abschneiden, wenn du dir nicht die Zeit nimmst, Abstand zu gewinnen, dich zu sammeln und zur Ruhe zu kommen. Lass deinen Träumen und Ideen freien Lauf, ohne etwas steuern oder forcieren zu wollen. Beobachte und lass geschehen. Ja, das heißt, du darfst natürlich planen. Du darfst versuchen, deine Zukunft zu planen, zu überlegen, wo liegen meine Talente, ne? Wie können wir das gemeinsam lösen? Oder wie kann ich als Single zum Beispiel die Dinge vorantreiben? Ja? Oder meine Karriere oder was auch immer. Aber du solltest in der Zeit von Merkur rückläufig nicht unbedingt jetzt die großen Sprünge versuchen. Das ist nämlich behindert durch Merkur rückläufig. Ne? Wir haben auch ein Krafttier für dich. Okay, das ist auch sehr schön. Wir haben die Nummer 66, den Wolf. Verwandle Wissen in Weisheit. Also du setzt das, was du momentan denkst, was du fühlst, was du dir vielleicht erarbeitest, auch in Bezug auf deine Schattenseiten, setzt du in Weisheit um. Das bedeutet, du denkst darüber nach, wo das herkommt, was du damit anfangen sollst, worauf es dich hinweist und wie du das bearbeiten kannst. Das finde ich sehr gut und das ist eben weise. Die Botschaft deines Krafttieres lautet, der Geist des Wolfes führt dich tief in den Zauberwald, der das Geheimnis deines Lebens birgt. Kannst du spüren, wie er dir ein Zeichen gibt, ihm zu folgen und dich auffordert, dir all das, was du gelernt hast und noch lernst, ganz zu eigen zu machen? Kannst du es ganz in deinen Körper, deinen Geist und deine Seele integrieren? Welche Lektion du auch immer auf deinem Weg gelernt hast, lass dir ihren Gehalt nicht entgehen. Bleibe deinen Träumen und deiner Seele treu und lass Wissen zu Weisheit und Erfahrung zu Magie werden. Du selbst bist das Wesen, auf das du gewartet hast. Geh in die Stille und wisse, dass dein Herz in Harmonie mit der ganzen Welt schlägt. Das Erscheinen des Wolfsgeistes ist ein glückliches Omen, das besagt, dass du wahrhaftig im Einklang mit deinem Schicksal bist. Also du bist auf dem richtigen Weg, du musst dir nur Ruhe gönnen, den Inhalt dessen, was du gelernt hast, ein Stück weit zu verinnerlichen. Ja, ich denke, das ist diese Ruhephase, das ist auch in Bezug auf Partnerschaften, Freundschaften, Familie und so weiter. Man kann nicht zu viel erwarten in dieser Zeit, aber man kann natürlich Dinge vorbereiten, mit sich selbst ein Stück weit arbeiten, sich weiterentwickeln. Und das ist ja momentan deine Aufgabe, Ruhe und Weisheit aufbauen, aus dem, was du gelernt hast, ein Stück weit Nutzen zu ziehen. Und das finde ich sehr schön. Ich bin gespannt und hoffe, dass du berichtest, wie sich das für dich in der Realität darstellt. Ich denke, es geht mehr nach innen als nach außen in dieser Woche.
Und ich würde mich freuen, wenn du berichtest, wie es war, was du gemacht hast, ja. Und wenn es dir gefallen hat und du da ein bisschen Hilfe rausziehen konntest, dann würde ich mich natürlich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Also hab eine schöne Woche, viele positive Erkenntnisse und natürlich am Ende der Woche die Weisheit, nach der du suchst. Wir sehen uns dann, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder. Alles Gute. Tschüss.